Ja, und es geht weiter im zweiten Teil des Szenarios mit der Baureihe 155 auf der Strecke Berlin-Leipzig und dem Fährsystem Soundboard. Wir müssen wieder beschleunigen. Der Zug soll immer noch mit 100 Kilometern pro Stunde über die Strecke gleiten. Die Fahrmotorlüfter sind auch aktiv und die Sonne ist schon fast untergegangen. Der Himmel färbt sich in einem wunderschönen, ja, Gelb bzw. Rot- und Blauton. Eine wunderbare Mischung. Der Zug braust vorbei und die Sonne geht unter. Bis hierher eine sehr entspannte Fahrt. Wir fahren mit Höchstgeschwindigkeit über die Strecke und haben mehr oder weniger eine grüne Welle erwischt. Die eigentliche Fahrtdauer beträgt, oder die eigentliche Strecke, die wir noch zurücklegen müssen, beträgt 123 Kilometer. Und wir müssen bis zum sogenannten Ausfahrtssignal 25P4. Unser Signal leuchtet hier gerade grün und unten drunter ein B. Ja, steht wahrscheinlich für Bitterfeld. Unsere schöne Richtungsanzeige. So, das ist mir ein bisschen zu schnell. Das darf gerne weniger sein. Die nächsten 10 Kilometer auch freie Strecke laut LZB-Anzeige. Und hier vorne, und da sitzen wir drin. Ja, das wird jetzt hier Delitzsch unterer Bahnhof sein. Delitzsch unterer Bahnhof. Und ja, es gibt auch einen oberen Bahnhof. In der Ortschaft hier kreuzen sich nämlich zwei Strecken. Und die andere Strecke ist geografisch höher gelegen. Deswegen hier die Unterscheidung nach unterer und oberer Bahnhof. Von der NOB, der wunderschöne Expresszug hier, der Interconnex. Berlin-Leipzig ab 12 Euro. Interconnex mit einer 146. Eine Verbindung, wie sie lange Zeit existierte. Nebendran auch direkt noch das Waggonwerk. Ein paar Dostos stehen auch da. Ja, und ich frage mich immer noch, wann wir das erste Mal heute Weichen schrauben dürfen. Sprich, wann wir rausgezogen werden. Bis Delitzsch scheint hier schon mal alles frei zu sein. Bis Bitterfeld, sorry. Bis Bitterfeld ist alles frei. Oh, diese wunderbare Himmelsfärbung. Wir sind relativ zügig unterwegs. Wobei, bei der Bahn wäre das ja Verspätung. Auch cool, was sind denn hier für Sendemasten aufgestellt? Und ein Stadion haben wir hier auch. Okay. Boah, jetzt geht's in den Sonnenuntergang rein.
Da kommt ein schöner Steuerwagen und hinten dran wieder die Dostos. Und schieben tut eine 114er wahrscheinlich. Oder eine 112er oder eine 143. Die Windräder tauchen auf. Ja, endlich produzieren die mal Strom. Oder wandeln Windenergie in Strom um. Ja, da hinten steht auch eins. Kommt immer darauf an, wie die ausgerichtet sind. Die funktionieren nur dann, wenn der Wind aus der richtigen Richtung kommt. Die nächste Haltepunkttafel, aber die dürfte noch nicht für Bitterfeld sein. Die müsste noch für einen kleineren Bahnhof stehen. Was für eine Lok. Unser Hochleistungscontainer. Nehmen wir mal die Leistung raus. Jetzt werden wir ja noch zu schnell. Okay, die Fahrt geht weiter. So, hier drüben steht schon ein ICIT. Dem ist die Einfahrt in der Stadt Bitterfeld verweigert. Er hat ganz schlechte Karten. Den überholen selbst wir. Aber wir wollen mal nicht zu vorschnell urteilen, denn ich gehe sicherlich davon aus, dass der, oder ich darf sicherlich davon ausgehen, dass uns der ICET dann später auch nochmal selbst überholen wird. Militärtransport. Schon wieder. Ganz viele Panzer. Und hinten ein Begleitwagen fürs Militär. So viele Panzer hinten drauf. Unglaublich. Als ob der Dritte Weltkrieg anstehen würde. Sehen wir denn in letzter Zeit so viele Panzertransporte im Train Simulator? Hat es irgendwie extrem an Beliebtheit gewonnen oder wie? Wir hatten ja letztens schon mal einen auf der Strecke München-Garmisch-Partenkirchen. Oder nee, Mittenwaldbahn. Ja, Mittenwaldbahn war das, genau. Zwischen Garmisch und Innsbruck. Das ist cool. Muss man auch dazu sagen. So, Leistung runter auf 0. Bremse anziehen. Nein, Bremse lösen. Wieder auf 160 fahren.
und das W für die Lutherstadt Wittenberg. Dann fällt mir gerade auf, stimmt irgendwas mit unserer LZB nicht? Die hat sich von selbst ausgeschaltet, oder wie? Hat keinen Bock mehr. Kann wohl nicht wahr sein. So, 160, alles klar. Oh je, nächste Regionalbahn oder Regionalexpress wieder. Ah, LZB-Signalisierung aktiviert, okay. Jetzt ist sie wieder da. Und die LZB macht heute, was sie will, oder wie? Die sucht sich ihre eigenen Arbeitszeiten aus. Ja, und ich würde mal sagen, langsam wird es Zeit für ein bisschen Licht hier drin. Damit wir auch alle schön wach bleiben, ne? Das Einschlafen auf einer Lokomotive ist nicht nur in echt ungünstig. Nee, auch bei so einem schönen Let's Play hier. Schließlich wollen wir alle schön wach und gut gelaunt bleiben. Also 100 Kilometer pro Stunde auf der Strecke hier, das ist schon eine gute Geschwindigkeit. Klar, die meisten Züge fahren die 100 aus, wenn sie mittelschwer bis leicht beladen sind oder leer. Kommt auch immer auf die Wagengattung an. Viel schneller als 120 wirst du ja mit den meisten Güterzügen sowieso nicht. Gut, es gibt ein paar Ausnahmen, ja. Aber die sind dann auch meistens nicht als Güterzug in dem Sinne deklariert. So gab es zum Beispiel lange Zeit, ich weiß nicht, ob es das tatsächlich einen Güterzug, der zwischen Postverteilerzentren in Deutschland hin und her gefahren ist. Und ich glaube, der durfte sogar 160 oder wenn nicht sogar 200 Kilometer pro Stunde fahren. Das waren aber spezielle Wagen und speziell dafür ausgelegte Lokomotiven. Die Wagen hatten dann entsprechend eine Sondergenehmigung, beziehungsweise der Zug selbst hat halt die Berechtigung, schneller zu fahren, als dass die normalen Güterzüge in Anführungszeichen dürfen. Der nächste Bahnsteig. Muldenstein. Und da legt er sich schön in die Kurve. Wenn er auch keine Neigetechnik hat, aber Kurvenüberhöhung gibt es zum Glück auf dieser Strecke. Supi. Das ist mir dann doch ein bisschen zu schnell. Gerade fiel die Geschwindigkeit so schnell, da dachte ich, erste, zweite Fahrstufe oder fünfte Fahrstufe sollte noch klar gehen. Aber das kompensiert dann wahrscheinlich doch schon die Verlustkraft an der Stelle.
123. Und bis zum Ausfahrtssignal sind es noch 100 Kilometer. Ich bin hier mal gespannt, wer von euch die komplette Fahrt von Leipzig-Mockau an, oder beziehungsweise von Leipzig-Hauptbahnhof aus, bis zum Ziel unserer heutigen Reise durchzieht. Schreibt es auf jeden Fall mal unten in die Kommentare rein. Wenn ihr es durchgezogen habt, dann bin ich sehr, sehr stolz auf euch. Und wenn du dir sagst, das schaffe ich, dann schreib mir das ebenfalls unten rein. Also sprich auch diejenigen, die der Meinung sind, ja, okay, ich schaffe das irgendwie. Zwar nicht heute, aber ich krieg die Folgen durch. Wer sich sagt, er ist so Eisenmann interessiert, dass es gar nicht fassen kann, dass die nächste Folge rauskommen soll, der schreibt es mal unten drunter. Und wenn wir schon einmal dabei sind, was Interaktionen unter dem Video angeht, dann gebt mir doch auch einen Daumen nach oben, wenn es euch gefällt. Beziehungsweise wenn es dir gefällt, gibst du mir einen Daumen nach oben. Und wenn du Freunde hast, denen das ebenfalls gefallen könnte, so ein paar schöne Reisen durch halb Deutschland mit der Eisenbahn, dann empfehle denen mal die Videos, schick denen mal einen Link, begeistere sie auch vielleicht für dein Hobby. Und dann hoffe ich, dass unsere Community gemeinsam und mit Freude wächst. Und was jetzt gerade mit dem Zug abging, das weiß ich nicht. Der ist scheinbar in irgendein Portal reingefahren. Schwupps und weg. Ich meine, wir bräuchten keine Lokomotivschrottplätze mehr, wenn das in echt auch so funktionieren würde. Allerdings würde ich dann das Reisen mit der Bahn nicht so empfehlen. Könnte passieren, dass es auch bei Personenzügen vorkommt. Und dann geht's schwuppsdiwupp und dann sind auf einmal alle Personen weg. Inklusive Zug natürlich. Ja, das schwarze Loch zwischen Berlin und Leipzig. Montag. Hier der 50735. Ich höre. Ja, guten Abend. Hier Fahrdienstleiter Bitterfeld. Du, pass auf. In Rades werde ich dich mal auf Gleis 4 beiseite legen, da ich hier einen verspäteten ICE Richtung Berlin habe. Den müssen wir unbedingt vorbeilassen. Jo, abverstanden. Fahre in Rades beiseite auf Gleis 4. Danke für die Meldung. Wünsche dir noch einen ruhigen Dienst. Jo, danke dir auch. Tschüss. Na, supi. Ich hab's doch gesagt. Wir müssen auf jeden Fall mal raus. Das wird dann sicherlich der ICIT sein, der in Bitterfeld vor dem HP0 zeigenden Signal stand. Klar, der hält vor dem Bahnhof nochmal an, damit wir als Güterzug durchbrausen können, weil der Zug ja selbst im Bahnhof dann nochmal anhalten würde. Und sonst hätte der uns nur unnötig blockiert. Gerade wenn dort irgendwie vielleicht noch eine Zugtrennung stattfindet. Wobei, ja gut, die Strecke geht in Richtung Berlin. Also eine Zugtrennung an der Stelle würde eigentlich keinen Sinn machen. Abgesehen davon, wenn man sagt, okay, die Züge fahren in die andere Richtung, dann wäre das durchaus sinnvoll. So könnte man zum Beispiel einen Zugteil nach Halle schicken und den anderen nach Leipzig. Ich glaube, es gibt sogar einige Zugpaare, bei denen das so ist. Die von Berlin ausfahren. Und die werden dann über die VDE geschickt und ich glaube, in Erfurt werden die dann wieder zusammengekuppelt. Weil somit erreicht halt die Bahn, dass sie auf dem Abschnitt zwischen Berlin und Bitterfeld nur einen Triebfahrzeugführer braucht und dann ab Bitterfeld kurzzeitig zwei. In Erfurt wird es dann wieder nur noch einer sein. Und sie können halt mehr Passagiere aus unterschiedlichen Regionen mitnehmen. Sprich, die Personen müssen nicht alle entweder nach Bitterfeld fahren oder eben nach Halle oder Leipzig, sondern können an beiden Bahnhöfen problemlos einsteigen.
3000 Meter. Und dann heißt es für uns, okay, doch nicht. Ich wollte gerade sagen, dann heißt es für uns anhalten bzw. langsam fahren. Dort vorne blinkt auch was. Dann weg mit der Leistung. Der nächste Intercity. Na, dann machen wir mal die Luke auf. Liebe LZB. Ach, ich diese Vorsignalisierung liebe. Und Halt erwarten in 3000 Metern. So, LZB ist weiterhin aktiv. Wir brauchen keine Wachsamkeitstaste. Den Schacht machen wir zu. Und dort vorne brennt das gelbe Lämpchen. Das heißt, da rotes Lämpchen erwarten. Und wenn wir nach dem Ampelprinzip gehen, heißt es leider anhalten. Aber ich finde so, ja, Zwischenstopps. Na, da werden wir den Kollegen mal vorbeilassen. Ja, so Zwischenstopps sind ganz interessant. Lockern die Fahrt auf jeden Fall auf. Bringt was Interessantes mit ins Szenario. Auf jeden Fall was an sich. Genau. Hier neben den Ruinen halten wir an. Das ist auch eine geile LZB-Bremskurve gerade eben gewesen. Ich weiß nicht, wer das von euch gerade zufällig gesehen hat, aber ihr könnt ja mal ganz kurz zurückspulen. Da seht ihr wirklich, wie schnell die Anzeige auf 60 runtergesprungen ist. Das hätte euch keine Lokomotive in echt angetan. Ja, ein Signal springt schon auf grün. Dann wird er gleich kommen. So, dann stehen wir hier auf Rades Gleis 4. Ein Zug fährt durch. Das ist richtig. Und ein Zug hält an. Das sind wir. Da kommt er. Nicht erschrecken. Einmal ICET in voller Pracht. Ja, ist gut, liebe LZB, ist gut. Oha, das ging aber schnell mit der Überholung.
schrei doch nicht gleich so. Okay, Ausfahrt mit 60. Dann Bremse lösen. Einen Moment Geduld. Und dann geht's auch schon los. So, dann können wir endlich los. Ja, wir haben noch gelb. Sprich, halt erwarten. Ich frage mich aber gerade, wieso die PZB wieder an ist. Na gut. Auf jeden Fall haben wir jetzt grün. Umso besser. Da können wir gleich noch ein bisschen mehr Leistung aufwählen. Oh, die Fahrmotor läuft im Hintergrund wieder. Sehr schön. Ja, 500 Hertz ist noch aktiv. Komm schon, geh aus. Sonst kann ich nicht so schnell fahren. Na gut. Dann eben nicht. Dann müssen wir etwas langsamer durch den Bahnhof noch durchtuckeln und uns gedulden. Perfekt. Ja, befreien können wir uns auch. Oder auch nicht, wenn es die Lokomotive nicht möchte. Aber die LZB sollte sich eigentlich gleich mal wieder einschalten. Das ist aber auch wirklich ein Chaos hier. Oha, das ging aber schnell mit der Überholung. Ja, schnell. Das stimmt schon. Da gibt es wirklich längere Pausen, die man da hat. Da hatten wir gerade noch Glück. Jetzt. Draußen wird es immer dunkler und dunkler. Die Sonne ist schon... Ja, die ist eigentlich komplett verschwunden. Man sieht nur noch so diesen leichten Übergang hinten am Horizont. Na gut, ob wir jetzt hier mit LZB fahren oder ohne, macht für uns gar keinen so großen Unterschied. Wir müssen halt in dem Fall jetzt auf die Signale achten. Trotzdem können wir die 100 km pro Stunde fahren. Ja, LZB funktioniert theoretisch. Das Signal ist wieder auf grün. Aber es passt sogar heute mit dem Fahrziel zusammen. Weil die 155er sind, soweit ich weiß, in Sedin beheimatet. Oder ein Großteil. Und die anderen waren, glaube ich, irgendwo im Westen Deutschlands zu Hause. Aber Sedin müsste das Bahnwerk für die 155er sein. Im Osten. DB Schenker Rail Deutschland AG Berlin. An unserer Lok steht jetzt leider nichts dran. Ich kann zumindest nichts lesen. Ist auch schon ein bisschen dunkel. Aber es geht wieder ins Gefälle rein. Man merkt es daran, dass die Lokomotive leicht schneller wird.
kurz mal reinbremsen. Nehmen wir an der Stelle ausnahmsweise mal die Lokbremse. Bei Bremsen nur mit der Lokbremse kommt halt auch noch dazu, dass sich der Zug so ein bisschen staucht. Sprich, die Puffer schieben sich zusammen. Und deswegen sollte man solche Bremsmanöver auch mit Vorsicht angehen. Weil der Zug, der sich zusammenschiebt, der dehnt sich dann oder drückt sich dann meistens auch wieder auseinander irgendwann. Alles schön grün. So muss es sein. Sogar mehr Leistung. Die Strecke Berlin-Leipzig ist halt, man kann schon sagen, recht hügelig. Allerdings sind es immer lange Steilrampen. Oder eine Steilrampe ist echt übertrieben, aber es sind lange Steigungen oder lange Gefälle. So, hier wieder ein Scheitelpunkt erreicht. Jetzt wieder langsam runter. Können wir wieder die Leistung komplett rausnehmen. Es klackt einmal. Da war doch gerade noch ein ICE, oder? Ich wollte mir doch gerade eine ICE angucken. Dann verschwindet er einfach. Also zugegeben, das ist wirklich ein bisschen ungünstig. Ja, der wird hier ins Portal Bergwitz reingefahren sein. Das war aber ein Witz. Ein totaler Flachwitz. Ja, wieder Leistung. Nee, ich wollte jetzt nicht in die 30er Stufe hochschalten. Die 155er nämlich auch die Möglichkeit. Das kann man von der Seite sehr gut sehen. Wir haben hier die Stellung 0 und dann haben wir hier nochmal eine Stellung, wo wir quasi in die höchste Leistungsstufe schalten können bei der Lokomotive. Und damit man eben nicht den ganzen Fahrschalter, ja, ich sag mal, einmal rundherum drehen muss. Hier sehr cool nochmal die Instrumentenansicht. Also die 155er kann man wirklich behaupten, ist eine der Lokomotiven, die DTG am schönsten umgesetzt hat für den Simulator. Echt cool gemacht. Ui. Ja, da war noch Leistung aufgeschaltet. Mein Fehler. Okay. Fahrstufenschalter zurücksetzen. Und dann können wir wieder Leistung aufwählen. Ja, das sollte man nicht machen. So, elektrische Bremspower. Wieso steht denn die auf 0? Soll sie eigentlich nicht. Ja, die 155er. Oder X-52er sind ja jetzt auch schon relativ lange auf deutschen Schienen unterwegs. Und also nach und nach werden die Lokomotiven rausgemustert. Aber auch in der 155er-Reihe gab es mal wieder, ja, ich sag mal, unterschiedliche Versionen.
so zum Beispiel auch einen oder mehrere Prototypen. Die erkennt man immer am leichtesten oder am ehesten daran, dass das Frontlicht, das obere Frontlicht, nicht unter der Scheibe sitzt, sondern hier oben war. Was meiner Meinung nach sehr gewöhnungsbedürftig war oder sehr gewöhnungsbedürftig aussieht, aber das ist so, ich sag mal, der Indiz dafür, dass es sich bei der 155 um einen Prototypen handelt. Aktuell müsste nur noch ein Prototyp auf deutschen Schienen anzutreffen sein, und zwar 155 001. Aber ich glaube, auch die Lokomotive ist aus dem Regelbetrieb schon ausgeschieden. Die steht in irgendeinem Museum. Aber es finde ich auch gut, dass sie die Lokomotive museal erhalten. Besser als die Verschrottung. Kommt Lutherstadt Wittenberg und dann ist es ja auch nicht mehr so weit. Genau. LUWI. So wird es gern abgekürzt. Die Lutherstadt Wittenberg. Mal gucken, ob man uns da nochmal rauszieht. Da gibt es nämlich nochmal schöne viele Überholmöglichkeiten. Aber da wird dann die Fahrzeitung später sicherlich nochmal anrufen. Ich glaube sowieso, in dem Szenario rufen die jedes Mal an, bevor wir irgendwo rausgezogen werden. So, ich glaube, dann geht's hier über die Elbe. War doch so. Einmal über die große Brücke drüber und dann weiter. Genau, und vorne kommt der Bahnhof. Einwandfrei. Dann die Leistung direkt wieder runter, weil jetzt geht es hier ein ganzes Stückchen erstmal bergab. Da wird der Zug sowieso von allein schneller. Tatsächlich, wir können durchfahren ohne Halt. Bahnhof Lutherstadt Wittenberg. Einfach nur genial. Herrlich. Ja, den Bahnhof selbst gucken wir uns auch nochmal ganz kurz an. Hier drüben ziemlich viele Güterwagen. Das wird dann die Abstellgruppe sein. Ein paar Personenzüge stehen auch da. Aber sonst ist hier gar nicht so viel los. Schön die Bahnhofsbeleuchtung. Das ist krass. Das haben sie wirklich gut gemacht. Jetzt brauchen wir wirklich Power. Und ich hoffe auch, dass jetzt endlich mal die LZB wieder aktiv wird. Ja, wenn man vom Teufel spricht. Super. Nebenan wieder das große Gewächshaus. Da leuchten selbst in der Nacht die Lampen. Da wird schön fleißig gezüchtet.
wir brauchen wieder Leistung. Wir brauchen wieder Leistung. Ich finde, das passt auch so richtig schön in die Lokomotive rein. Also dieses Lenkrad, man kann wirklich sagen Lenkrad. Klar, es ist der Fahrstufenschalter, aber so ein Lenkrad in der Lokomotive, das sieht immer richtig schön aus. Die 100 kratzt, dann dürfen wir wieder zurück. Genau jetzt. Der nächste Bahnhof kommt wieder. Da gehen wir nochmal schön in die Transporter-Position. Im Bahnhof von Zörnigall. Zack. Zu schnell. Was? Ach, irgendwie waren scheinbar hier die... Einsteller hier nicht richtig. Nicht richtig konfiguriert, sag ich mal. Irgendwie haben die scheinbar an der Lokomotive gehangen. Okay. So, gehen wir hier wieder auf 100 mit der E-Bremskraft. Da können wir quasi wählen, wie intensiv die E-Bremse wirken soll. Hier unten haben wir nochmal die Zugkraft. Die können wir jetzt auch wieder ein bisschen feiner einstellen. Na, blinkt das Signal dort vorne oder sieht das nur so aus, weil die Masten immer im Weg sind? Nein, das leuchtet dauergrün. Ja, auch wenn die DB viele dieser Lokomotiven ausmustert, sind die Loks bei einigen Privatbahnen noch vor Güterzügen zu erkennen. So unter anderem bei der Preßnitztalbahn. Also das ist die schöne blaue Lokomotive, die wir hier auch im Train-Simulator haben. Der blaue Hochleistungscontainer, wie der Name entstand, da kommen wir später noch dazu. Bei der Leipziger Eisenbahnverkehrsgesellschaft sind ebenfalls einige Lokomotiven beheimatet. Die Mitteldeutsche Eisenbahngesellschaft, kurz MEG, müsste Maschinen haben. Dann gibt es bei der Erfurter Bahngesellschaft Loks von dieser Baureihe. Wir haben welche bei, na, wie nennt sich das Unternehmen, was die Loks silbern lackiert mit blauem Seitenstreifen. Ach, ich komme gar nicht auf den Namen. Railpool. Genau, Railpool. Die haben Lokomotiven oder eine vielleicht. Auf jeden Fall haben die Loks, das weiß ich. Die haben Loks. Habe ich nämlich sogar schon mal hintereinander gekoppelt gesehen. Und die WFL müsste welche haben. Das wären jetzt so die Unternehmen, die mir da einfallen.
Gibt sicherlich noch ein paar. Aber das sind so die ersten, wo ich sage, okay, die haben auf jeden Fall welche. Wobei ich sagen muss, die von der Preisnitz-Talbahn gefällt mir von der Lackierung her am meisten. Das ist einfach schön, dieses knallige Blau. Sieht so schön aus. Viele der Maschinen bei Privatbahnen wurden auch, ja, ich sag mal, technisch mehr aufgerüstet, als dass man die von der DB normal übernommen hatte und dann die ja, in den normalen Güterzugdienst geschickt hat. Sprich, man hat die Lokomotiven technisch meistens noch ummodifiziert, um eben den Ansprüchen des jeweiligen Eisenbahnverkehrsunternehmens gerecht zu werden. Ob die Lokomotiven jedoch in Doppeltraktion fahren können, weiß ich jetzt gar nicht. Aber auf jeden Fall hatte man das vom technischen Wissen damals schon drauf. Aber ich weiß nicht, ob die 155er dafür ausgelegt sind. Bei den 143ern, also sprich die kleine Variante vom Hochleistungscontainer, wie ich das immer so, ja, so salopp sage, die hat auf jeden Fall die Möglichkeit, das weiß ich. Aber wie es bei den 155ern aussieht, kann ich euch jetzt nicht verraten. Bisschen runter mit der Leistung. Okay, muss ganz auf Null. Die Bahnhöfe immer beleuchtet sind. Die sieht man immer aus so großer Ferne schon. Und was auch schön gemacht ist, es steht, und ich habe bis jetzt noch keine Person gesehen, die auf der Strecke so extrem nah am Bahnsteigrand stand, dass man sagt, geht gar nicht. Das haben sie hier wirklich schön gemacht. Auch wie die Treppen hier beleuchtet sind. Das ist ja wie auf irgendeiner Gala. Mehr Leistung. Ja, sie merkt es schon. Auf der Strecke Berlin-Leipzig dürfte immer wieder mit der Geschwindigkeit hoch und runter. Aber nicht durch streckenbedingte Langsamfahrstellen, nein. Einfach deshalb, weil wir hier keine AFB zur Verfügung haben, mit der wir eine Geschwindigkeit voreinstellen können. Wir müssen immer wachsam sein, dass wir ja, die Höchstgeschwindigkeit nicht überschreiten. Okay, leuchtet grün. Sah mal wieder nur so komisch aus. Die FMLs sind heute auch daueraktiv. Die Fahrmotorlüfte bekommen heute keine Pause. Die müssen durchweg schuften. Grandios. Ja genau, zum Spitznamen Hochleistungscontainer. Darauf wollte ich noch eingehen. Die Lokomotive, ja unschwer zu erkennen, ein viereckiger Klotz, daher der Name Container.
und weil sie so viel Kraft hat, Hochleistungscontainer. Wobei, bei manchen Eisenbahnfreunden wurde sie auch als Kraftcontainer bezeichnet. Was mit anderen Worten ja eigentlich, ja, ist nur ein anderes Wort, anstatt Hochleistungscontainer, Kraftcontainer. Beides sind Spitznamen. Und ich glaube, ganz früher hatte sie sogar noch einen anderen Spitznamen. Also insgesamt gibt es drei Sachen, die allgemein gebraucht werden. Aber ich persönlich bin eigentlich auch nur mit den Begriffen Hochleistungs- und Kraftcontainer in Kontakt gekommen. Ich weiß, es gibt noch was anderes, habe ich irgendwann mal gehört. Aber, sorry, alles merke ich mir auch nicht. Alles geht auch nicht. Ja, die Lokomotiven, in der Regel 120 km pro Stunde schnell. Sicherlich gibt es da auch bei einigen Lokomotiven wieder Unterschiede. Was weiß ich, die eine darf vielleicht nur 100 fahren, die andere hat vielleicht sogar nur zulassen für, jetzt mal ganz hochgegriffen, 160. Wobei mir das jetzt aber bei den 155ern nicht wirklich plausibel erscheinen würde. LZB haben sie ja, von daher gut. Wenn es möglich ist, dann bitte. Was haben wir denn da? 185 oder 145 mit leichtem Gedutzzug hinten dran. Sonderlich voll zu sein schien der jetzt nicht. Also nicht so, dass man sagen kann, oben quillt die Ladung über. Das finde ich ja bei Schrottzügen immer ganz geil. Wenn das so eher Auswagen sind, also sprich Hochbordwagen, dann die Dinger wirklich mit einem großen Haufen Schrott beladen, sodass man oben noch den Schrott sehen kann, dann machen die ja meistens so ein Netz drüber, damit die Wärmefahrt nichts verlieren. Und da denkst du dir auch nur so, oh mein Gott, wenn das Netz mal reißt, dann hast du aber die Teile auf der Strecke. Wobei das sind natürlich meistens dann ja reißfeste Netze. Ich weiß gar nicht, ob das normales Maschendrahtseil ist. Ich weiß nicht, wie es bezeichnen soll. Oder ob das so ein normales Netz ist aus Seil oder ob es tatsächlich Drahtseil ist. Weil Drahtseil würde mehr Sinn machen. Reißt nicht so leicht. Kollegen grüßen wir mal und alle Bewohner in der Umgebung auch. Ja, wir sind schon in Niedergörsdorf. Wir müssen am Ball bleiben. Wenn wir zu langsam sind, dann werden wir auf die Seite geschoben. Sollten wir uns ein bisschen sputen. Ja, auf der linken Seite leuchtet der Gegengleisanzeiger. Eventuell findet eine fliegende Überholung statt. Ich glaube nur, das ist der Train Simulator, der mal wieder den Fahrweg in beiden Richtungen freischaltet. Sieht stark danach aus. So, ich glaube, mit Fahrstufe 12 sind wir in der Regel relativ gut dran, was die Leistung angeht. Ein bisschen wird der Lokomotive auch zu schnell, aber das können wir ja glücklicherweise regulieren. Und dann müssen wir nicht jedes Mal an den Fahrstufen dran rumdrehen.
Was haben wir hier drüben? Scheibenwischer wahrscheinlich, oder? Nee, ach, das ist die Heizung. Das ist die Heizung. Ja, unserem Lokführer ist ein bisschen kalt. Schalten wir ausnahmsweise mal ein. So, gehen wir auf der 2. Was haben wir denn hier drüben eigentlich alles noch? So, Batterie. Dann. Ach, wir können mit der Kamera mal nach drüben wandern. Meldeleuchten prüfen. Dann hier unten die Beleuchtung. Heizung. Ja, PZB noch. So viel ist da gar nicht. Sieht nach mehr aus. Boah, jetzt habe ich glaube ich die Zugheizung eingeschaltet. Ich wollte eigentlich nur die im. Ja, genau. Sonst wäre das nämlich die Zugsammelschiene. Und wenn man dann nachher zwischen den Kupplungen umherwuseln und der Rangierer den Zug auseinanderkuppelt, dann möchte man ja nicht, dass der gegrillt wird. Unser langer Zug. Guten Tag, Herr Kollege. Ach, der steht mal wieder am Bahnhof. Links auch wieder MRCDS-Block. Ah, die grüßen. Dann grüßen wir zurück. Hier nochmal. Ja, Ruterbahn. 218 haben wir hier auch. TX Logistics dort vorne. Die stehen aber im stromlosen Abschnitt. So ist es für die Fahrt am Tag eigentlich viel schöner. Aber wir sind ja nachts unterwegs. So, Leistung nehmen wir mal zurück. Mann, das zieht sich ja heute wieder wie Kaugummi unter der Sohle. Na, wenigstens spielt das Wetter mit. Ja, noch. Einigermaßen. Ja, wir müssen abbremsen. Hier drüben Autopanne oder wie? Standen zwei Service-Mitarbeiter. Ja, eine Fahrt durch die Nacht.
34 Kilometer sind es noch. Wo geht's denn eigentlich genau hin? Das möchte ich gerne mal wissen. Aufgabe genau anzeigen. Ah, okay, bis Ludwigsfelde. In Ludwigsfelde wird dann angehalten. Und dann geht's nach Sedin. Das sind wahrscheinlich aber auch erst im nächsten Teil. Ach, wir brauchen doch gar nicht die Fahrstufen hochschalten. Es reicht doch, wenn wir die Leistung nehmen. Schön, das anwächst gleich. Da zeigt der Hochleistungscontainer, was in ihm steckt. Er macht allem oder seinem Namen alle Ehren. Das kann man so schön dosieren. So viele von euch hatten sich Nachtfahrten gewünscht und heute wird es mal möglich gemacht. Kommen Sie jetzt wieder die großen Türme. Aber es ist ja auch nicht mehr weit. Die 30 Kilometer, die vergehen wie im Flug. Im Winde verweht. Ja, bei ca. 100 Kilometern die Stunde, ungefähr 20 Minuten, dann haben wir es geschafft. Ich bin davon ausgegangen, wir würden öfters rausgezogen werden. Also eine Überholung auf der Strecke, das ist eigentlich sehr gut. Aber hier fahren noch so viele ICEs, das wundert mich. Oder die kriechen uns alle hinterher. Nur die Fahrdienstleitung hat wahrscheinlich noch keinen Punkt gefunden, wo sie sagt, da passt auch rein ins Abstellgleis, da ziehen wir dich raus. Nee, aber sowas würde ja von vornherein geplant. Also es gibt planmäßige und nicht planmäßige Überholungen, muss man auch dazu sagen. Aber in der Regel, wenn der Zuglauf geplant wird, dann werden solche Stellen eben auch mit berücksichtigt. Ein grünes Lämpchen nach dem anderen. Mir persönlich machen vor allem die ganzen Ansagen Spaß. Das finde ich richtig geil. Nochmal grün. Ui, was haben wir denn hier nebenan stehen? Ach, wieder Rail for Shim. Transpetrol. Schön beleuchtet von der Seite. Ich wusste gar nicht, dass die Pilzlampen ein so ja, neonartiges Licht ausstrahlen. Oder so ein weißes Licht. Ich war immer der Meinung, die hätten so einen gelblichen Ton.
hinten auch wieder die hohen Schornsteine mit den Markierungen für die Flugzeuge oben dran, die roten Lämpchen, damit die Teile nicht umfliegen. Und dann sind wir bei 100 angekommen. Dann nehmen wir gemütlich wieder die Leistung zurück. Also, was die 155er da angeht, da finde ich die echt klasse. Man kann schwere Güterzüge mit der relativ einfach fahren. Da gibt es wirklich schwierigere Lokomotiven. Gerade wenn ich da so an die 143er zurückdenke, 156, einen schönen Prototypen. Da gibt es wirklich schlimmere Fahrzeuge. Die 155 ist dagegen ein Klacks. Das ist ein Bahnhof. Ich dachte, das vorne leuchtet signalgelb. Dann hätte die LZB mal wieder versagt. Ah, hier oben die unterschiedlichen Leuchtmelder dann auch, falls zum Beispiel Störungen an der Lokomotive auftreten. Wieso steht denn der Güterzug hier? Will wohl nicht weiterfahren. Ja, also MTS müsste Motorstrom sein. Dann BAT wahrscheinlich Batterie. HLL Hauptluftleitung. ÖLP Ölpumpe. E könnte ich mir jetzt vorstellen als, also für die elektrische Bremse. Dann IS, damit ist nicht die Vereinigung gemeint. Das ist wahrscheinlich der Isolationsanzeiger. Das könnte ich mir vorstellen. Ich hatte die Begriffe alle mal drauf. Das ändert sich halt auch von Lokomotive zu Lokomotive. So Sachen wie HLL, das ist eigentlich immer klar. Da gibt es so viel. Das ist unglaublich. So, ich brauche wieder ein bisschen mehr Leistung. Ganz easy dazu wählen. Was kommt denn da? Die nächste 151er. Ja, aber die steht auch im Signal. Im Nebengleis, da staut sich's. Also im Gleis nebenan. Oder im Gegengleis, machen wir es so. Sagen wir es direkt. Bahntechnisch korrekt. Im Gegengleis. Ich sag da immer gerne nebenan, weil das Gleis liegt neben unserem Gleis. Aber Nebengleise sind was anderes. Das bezeichnet in der Regel Abstellgleise, die ja eben nicht auf der Hauptstrecke liegen. Also nicht auf der Hauptbahn.
so viel Geschwindigkeit. Dann müssen wir mal nach links lenken. Dann wollen wir rechts rum. Dann nehmen wir vor allem mal die Leistung hier raus. Nur noch 15 Kilometer. Dann habt ihr es geschafft, Leute. Dann sind wir am Ziel. Für heute. Für heute. Sind sicherlich noch eine Erweiterung bis Sedin. Da wird es dann immer richtig schön spaßig. Im großen Güterbahnhof. Was ich auch noch gar nicht gezeigt habe, wenn der Mond zu stark reflektiert, dann könnt ihr hier auch direkt die Sonnenblende runter machen. Am Tag natürlich für die Sonne gedacht, die eigentliche Sonnenblende. Quietscht auch richtig schön. Da muss mal einer ölen. So, die LZB zeigt freie Fahrt an. Dann ist das gelbe Signal da vorne definitiv nicht für uns. Jetzt geht es hier wieder in den Forst rein. Da müssen wir nun auch ein bisschen mit Wildwechsel rechnen.